Globetrotter Luzern sucht eine neue Teamleiterin oder einen neuen Teamleiter. Vielleicht bist du die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat für uns. Hallo zusammen. Fabu, hoi. Ja, du, willkommen bei uns hier in Luzern. Also ich suche jemanden, der aufgestellt ist und in das Team reinpasst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es ist wirklich ein super Team. Aktuell sind wir im Büro nur 3 von 10 Leuten. Wo sind die Leute? Ja, wo sind die Leute? Ich glaube, Julia ist in Bolivien, oder? Carmen ist auf Mauritius. Ja, wir sind eine reine Frauentruppe, ausser ein Mann, den wir noch haben. Das ist ungewollt, aber wir sind offen für männliche und weibliche Wesen. Das klingt jetzt ein bisschen schleimig, aber ich glaube, es ist wirklich das beste Team, das ich je hatte. Ich möchte gerne jemanden mit einem betriebswirtschaftlichen Denken und Handeln. Jemanden, der Erfolg hat. Jemanden, der stets den Überblick hat. Der kann fürs Team anstehen. Und ein paar Jahre Reisebüroerfahrung. Wir nennen das globokratische Führungskultur. Das heisst, dass eigentlich jeder Mitspracherecht hat und das nicht quasi Führung von oben herab, sondern ein Miteinander. Ja, als Globetrotter-Mitarbeiterin hat man schon sehr viele Goodies. Eins von vielen ist halt so das Personal Coaching, wo man einmal im Laufe seiner Globetrotter-Karriere zu gut hat. Bis das habe ich jetzt noch nie von einer anderen Firma gehört. Wir sind sehr ein grosser Arbeitgeber, was flexibles Arbeitsmodell anbelangt. Das T-Shirt ist von meiner letzten Reise in Japan. Ich durfte auf Studienreise gehen mit dem Globetrotter. Unser Erfolg besteht sicher auch zum grossen Teil von den langjährigen Mitarbeitenden, die die Welt kennen, schon auf der ganzen Welt gewesen sind. Jeder Fleck von der Erde, wir unseren Kunden auch können, verkaufen und beraten damit. Es hat sich ein bisschen verändert in letzter Zeit. Das ganze Verhalten in Bezug auf das Reisewissen vielleicht auch. Durch die künstliche Intelligenz sind die Kunden auch wissender. Sie kommen schon mit konkreten Vorschlägen und Informationen und wollen von uns dann eigentlich noch so ein bisschen einen Mehrwert natürlich. Also ab und zu kommen wir Postkarten über oder sonstige Geschenke von Kunden und das haben wir immer so freut, so herzig. Wir suchen eine neue Teamleiter, eine neue Teamleiterin. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Das lohnt mir echt.